Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute möchte ich mit euch hier die Grußkarte für das Hochzeitsalbum fertig machen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, dass wir hier nicht gemeinschaftlich schnippeln und pinseln und machen und tun. Das heißt, wir werden jetzt hier mit diesen ganzen Elementen, die ich hier verteilt habe, diese Karte basteln. Das wird eine Wasserfallkarte. So viel kann ich schon mal sagen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, ja, wäre eine gute Gelegenheit. Und über einen Daumen hoch am Ende des Videos freue ich mich auch. Natürlich sinnvollerweise, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp. Nehme ich auch gerne. Was brauchen wir? Ganz viel Kleber. Ja, hier, Klangschneiderkleber. Ich mag es immer ganz gerne, wenn das flächig geklebt ist, damit einfach hier die Sachen nicht irgendwie anfangen hochzupellen oder ähnliches. Den Kleber trage ich immer gerne mit dem Pinsel auf. Also das ist super sinnvoll. Ich gehe mal davon aus, dass ihr schon mal sowas wie Wasserfallkarten gesehen habt. Ich möchte die in Querformat machen. Das heißt, ich möchte hier quasi einen Spruch draufbringen auf die Karte. Und habe deswegen hier so ein bisschen was zum Stapeln gefunden. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht vielleicht sogar noch ein bisschen Wachs darüber packe, also ein bisschen Gilding Wax. Um einfach hier diese Kante so ein bisschen mehr rausspringen zu lassen. Distressed ist sie ja, aber so richtig rausspringen tut sie noch nicht. Das heißt, da werde ich mir gleich noch ein Element dazu holen. Wichtig ist an meiner Vorstellung, hier haben wir quasi die Labels, die hintereinander weg zusammengebaut werden. Das hier ist meine Grundkarte und dadurch, dass ich hier dieses geprägte nur in A6 machen kann, aber gerne A5 hätte, habe ich mir zwei Stück geprägt und die werde ich gleich hier draufsetzen. Dieser Klappmechanismus funktioniert dann folgendermaßen, dass dieses Ding habe ich mir rausgeschnitten, habe ich mir zurecht gemacht und das wird hier quasi dann so gezogen. Sieht jetzt noch ein bisschen abstrakt aus, gleich wird es für euch ein Bild werden. So, wichtig ist an der Stelle, erstmal die Sachen vernünftig aufkleben, ne? So, damit fange ich jetzt nicht als erstes an. Klebe mir die Sachen zurecht. Das heißt, das kommt da drauf. Die Sachen kommen hier schön mit dicht zusammen. Ich habe mir einen Spruch von William Blake ausgesucht. Ihr werdet ihn gleich komplett sehen. Allerdings werde ich mir jetzt einmal noch das Gilding Wax hier holen und den Spruch ein bisschen anhübschen, ein bisschen leuchtend machen. Dann lernt er wieder meinen quietschenden Stuhl kennen. Also irgendwie mag ich den. Ich glaube, ich tausche den gar nicht aus. So, sinnvollerweise benutze ich jetzt das Gilding Wax in Metallic Bronze. Ich hoffe mal, dass das hier sich nicht beißt mit dem. Nö, tut's nicht. Wenn ich mir hier mal so ein Fleckchen gönne. Nein, das tut es nicht, es beißt sich nicht. Freude, Freude. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich nehme das auf den Finger und gehe einmal so ganz flapsig, locker, flockig um diesen Kartenrand, ist schon hier, um diesen Spruchrand drumherum. Das sieht momentan noch so ein bisschen unscheinbar aus. Aber wenn das dann auf dem Hintergrund wieder liegt, dann sieht man, dass das hier so ein bisschen glitzerig, metallisch rauskommt. Allerdings muss ich das auch einen Moment trocknen lassen. Na, das färbt so lange, wie es nicht trocken ist. Das heißt, ich lege mir das hier jetzt gleich schön zur Seite. Jetzt habe ich meinen Kleber die ganze Zeit offen, aber den brauche ich ja auch gleich. Wichtig an so einer Geschichte ist, ne, ihr nehmt das Ding hier auf den Finger und es riecht einfach voll lecker nach irgendwie Orange, Limette, irgendwas. Ich glaube, Orange ist es. Voll gut. Also ist auch. Ich habe bisher nie Probleme gehabt, wenn ich das hier mit der Hand aufgetragen habe. Also ich weiß nicht, wenn jemand allergisch ist, who knows, vielleicht. Für mich überhaupt kein Problem. Das einzige Problem ist, wenn man vergisst, sich die Finger vernünftig abzuputzen, macht man damit Touchen auf sein Kunstwerk. Oder auf die Türklinke oder was auch immer. Das heißt, wenn ihr das benutzt, wascht euch die Pfötchen. Oder nehmt ein Tuch hier, manche benutzen ja diese Baby Wipes, andere, ich nehme einfach tatsächlich hier Kosmetiktücher oder Taschentücher, weil diese Babytücher da, die sind
so strukturiert, dass sie einfach nicht so gut abgebaut werden können. Also fast am besten ist sogar noch irgendwie so ein Tuch zu nehmen, was man waschen kann. Da traue ich aber manch einer Farbe nicht über den Weg, dass sie mir nicht doch irgendwie die Waschmaschine versaut. Nämlich tatsächlich mal was mitgewaschen, was vermeintlich ein natürliches Öl war, und damit habe ich mir tatsächlich eine Waschtrommel komplett versaut und habe echte Klimmzüge gemacht, um die Waschmaschine wieder benutzen zu können. Also für Wäsche auf jeden Fall. Das war ein bisschen blöd. Dementsprechend bin ich damit so mal Kosmetiktüchern, Taschentüchern immer ganz fein. So, jetzt können die Herzchen hier trocknen. Also das Zeug ist super mega ergiebig. Ich liebe das. Ich habe das in verschiedensten Farben. Und es begleitet mich und möchte auch immer dabei sein bei meinen Projekten. Das funktioniert meistens auch ganz gut. So. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich klebe mir diese Dinger jetzt hier mal zurecht. Und ich klebe auch das hier zurecht. Dann hole ich euch wieder dazu. Oh, here we go again. Hier haben wir das. Das Grundlage. Nein, die Basis gelegt. Hier haben wir die vier Abschnitte. Und diese vier Abschnitte, die werden sich ja gleich überlappen. Also, das könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Könnt es mir aber glauben. Oder könnt es auch bleiben lassen, aber das werdet ihr trotzdem gleich sehen, falls ihr weiter guckt. Jetzt möchten gerne diese kleinen Sprüche-Teilchen hier auf die vier Elemente. Natürlich in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, jetzt gerade ist die Reihenfolge noch nicht relevant, weil wir die ja noch nicht aufgeklebt haben. So. Schwupps, ich packe euch den Spruch mal fein zusammen. So, und das möchte ich alles ein bisschen mittig machen, dass das so fein zentriert ausschaut. Ich sehe gerade, dass es sich alles so noch so ein bisschen wellt. Das kommt vom Kleber. Also der hat zwar wenig Flüssigkeit, also was ist Flüssigkeit? Flüssig ist er schon, aber wenig, wirklich dieses, ja, richtig flüssige, also Wasseranteil, nennen wir es so. Hat auch keine Lösungsmittel oder natürlich keine ätzenden in dem Sinne. Also man wird nicht breit davon. Kann Vorteil oder Nachteil sein, müsst ihr selber bewerten. Für mich ist das fein. Nur hat er ein bisschen, natürlich ein bisschen Flüssigkeit, so dass das Papier, was ein bisschen dünner ist, also ich habe jetzt hier 120 Gramm Papier als Basis genommen, als Basiselement, und auch das Teil da drauf, das ist so ein Scrapbook Paper, das ist auch jetzt nicht so der Hammer an Dicke. Die beiden wellen sich ein bisschen. Das wird sich gleich ändern, wenn wir das auf das Drehelement draufkleben. Und das Drehelement hat ja schon eine kleine Wölbung, das werdet ihr auch gleich sehen. So, haben wir den ersten Teil, das fein. Auf jeden Fall durch diese kleine Wölbung, dadurch, dass sich das ja nach hinten ziehen lässt, ist es so, dass sich diese Wölbung oder dieses, sag mal, Konkave hier gleich verändern wird und wieder gerade wird. Na, jetzt müsst ihr mir das erstmal glauben oder sein lassen, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Das heißt, ich bringe Beweise so. Genau. So, dass wir hier den Spruch an Ort und Stelle bringen. Ich habe hier ein ganz, ganz altes Papier genommen aus einem Buch mit altdeutscher Schrift. Das muss man ein bisschen vorsichtig behandeln, sonst reißt einem das, gerade wenn man Feuchtigkeit mit aufbringt. So, ich bin immer geneigt, den Pinsel zwischen die Zähne zu nehmen. Das ist allerdings blöd, wenn ich euch was erzählen will. Das funktioniert ja nicht so richtig schick. So. Bei dem Kleber muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man den verschmiert, dann wird beim Trocknen eine leicht glänzende Schicht dort entstehen. Das heißt, wenn man feststellt, dass man ihn ein bisschen verschmiert hat, dann einfach einmal rüberrubbeln, dass es wieder stumpf wird. So habe ich mir das auf jeden Fall zurechtgelegt. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Die Geräusche aus dem Off sind übrigens mein Kater, Barry, der ist etwas frustriert, weil er gerade nicht raus darf. Nämlich gerade hier nebenan eine, was heißt gerade, also wir haben schon immer eine Blaubeerplantage nebenan, also schon ganz, ganz lange. Aber jetzt ist die Blaubeersaison, also da kommen ganz viele Menschen an bestimmten Tagen, um Blaubeeren zu pflücken, und irgendwie sind diese Menschen nicht in der Lage,
aufzupassen, Auto zu fahren, sich zu benehmen, wie man sich in der Öffentlichkeit halt mal benimmt. Was dann dazu führt, dass hier echtes Chaos ist und es ist echt unangenehm, da bei uns hier rumzurennen. Und für neugierige Katzen ist das nicht cool. Also ich wette, Barry findet das cool, aber ich finde das nicht cool. Weil der tatsächlich dann auch mal in Kofferraum guckt und so. Wenn jemand einen Kofferraum offen hat. Und wir wollen unsere Katzen ganz gerne behalten. Und auch gesund behalten. Weil hier ist wirklich Krieg, Kriegszustand. Kriegszustand auf deutschen Feldwegen. Ich weiß auch nicht, die Leute können nicht wirklich, weiß nicht, sich rücksichtsvoll benehmen, sich gegenseitig mal durchlassen, weil es ist halt wirklich nicht breit. Wenn eine Seite zugeparkt ist und die andere Seite zum Bewegen, dann passen mit Mühe und Not zwei Kleinwagen aneinander vorbei. Wenn wir dann mit den Pferden noch kommen, weil wir ausreiten oder so, dann wird's ganz lustig. Naja, auf jeden Fall ist das der Grund, warum Barry hier hinter meinem Bildschirm, hinter meinem Basteltisch liegt und frustriert aus dem Fell schaut oder schläft. Ab und zu dreht er sich mal um oder brummt. Naja, wenn da Geräusche sind, ist das Katzentier. So. Das frustrierte Katzentier, um genau zu sein. Jetzt muss man natürlich immer schauen, ob man hier nicht die ganzen Klebepfötchen hat. Das kann ich nämlich ganz gut. Klebepfötchen mit dabei haben. Ne? Ups. Auch hier wieder ein bisschen rübergegangen. So, Elemente fertig. Erstmal zur Seite mit dem Herzchen. Kleber von den Fingern, dann kann man auch nicht alles antatschen. Also was passiert jetzt? Also ich zeige euch einmal, wie der Mechanismus an sich funktioniert. Also hier wird dann so ein Streifen von rechts nach links der Karte gehen. Und das untere Teil ist dann angeklebt. Schön mittig, zack. Da wohnt das untere Teil. Um das wirklich vernünftig schick zu machen, klebe ich erstmal diese Hasis hier auf dieses Element. Und danach, wenn das alles fertig ist, klebe ich diesen Querbalken hier. Dieser Querbalken, der hält mir dieses Element und sorgt dann dafür, dass ich hier unten ziehen kann. Ja, weil hier ist nämlich das Rollo. So, das heißt, wir legen das erstmal zur Seite. Benutzen unser Klebeelement. Sortieren natürlich jetzt ganz klar unsere Teile hier in die richtige Reihenfolge. Das kommt nach oben. Das muss ich also als letztes kleben. So, da, 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 da. So, das wird hier unten aufgesetzt. Das darf hier auch flächig kleben, weil das bewegt sich nicht mit. Das wird hier komplett hier drauf bleiben und auf dem Querteil. Das heißt, dieses Hase hier werden wir jetzt den unteren Teil draufkleben, und zwar komplett, komplett und fest. Die anderen werden mit einem Streifen angeklebt. Da bin ich gerade am Überlegen, ob ich tatsächlich nicht vielleicht doppelseitiges Klebeband nehme. Hätte ich jetzt auch hier machen können. Hätte Fahrradkette. Habe ich nicht. Weil das mit dem Pinsel hier ist schon echt bequem. Das mit dem Klebeband ist mal ein bisschen gefummelt. Und machen, wie man möchte. Ich meine, das ist klar, das wälzt sich jetzt vielleicht ein bisschen. Das könnte man mit dem doppelseitigen Klebeband verhindern. So, wichtig ist, die anderen Karten brauchen Spiel, also dieses untere braucht kein Spiel. Das darf so sein, wie es jetzt gerade ist und so aufgeklebt wird. Hier habe ich das sehr mal bündig geschnitten. Und das ist rechts und links schließt das ab. Oben lässt es die Kante, weil das muss sich ja noch bewegen können. Das heißt, ich darf es nicht über die Falz drüber kleben. So, und jetzt wird es lustig, weil jetzt wird nämlich jedes Element hier drüber geklebt. Also auch immer unter die Falz, ne? Das ist wichtig. Mega wichtig. Hier ein glänzendes Ding. Ein bisschen glänzendes Ding wegrubbeln. So. Wichtig ist, unter die Falz kleben. Niemals über die Falz. Klebeband. Ich habe leider nur breites Klebeband. Das
Also für diese Streifen ist es tatsächlich angenehm und es gibt dieses Klebeband auch na, sag ich mal, einer schmalen Ausführung. Also nicht wie das jetzt einen Zentimeter, sondern einen halben gibt es halt auch. Jetzt habe ich mir ja gerade mein Kleber von den Pfoten geholt. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, wie machen. Mal, ob das geht oder ob das in der Schere kleben bleibt. Ja, es geht. Ja, das ist jetzt ein bisschen Gefummel, wenn ihr mich schweigen hört, beziehungsweise wenn ihr mich nicht mehr reden hört, dann mache ich irgendwas, was fummelig ist. Ich weiß gar nicht, reicht das jetzt schon? Legen wir es erstmal zur Seite. Gucken wir mal. Also hier muss natürlich die Oberseite, ganz wichtig, nicht die Unterseite, macht auf keinen Fall die Unterseite. Dann habt ihr ein Problem. Weil dann klappt dieser Mechanismus nicht mehr. Klappt der Klappmechanismus nicht mehr. Das wäre doch sau ärgerlich. So, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht, ob ich das hier schon aus dem Bild rauslaufe. Und klebt nicht über die Kante. No, never ever über die Kante. Weil sonst klappt euer Mechanismus nämlich auch nicht, weil dann klebt die Kante in sich zusammen. Auch das ist nervig und ärgerlich. Also lasst das sein. Glaubt mir, ich habe das alles schon ausprobiert. Diverse Sache, also diese Karte tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber dass Sachen aufeinander kleben und sich gegenseitig blockieren. Das ist hier tatsächlich was, wo man mal präzise arbeiten darf. Also präzise, ne? Das hier klappt dann. Ihr seht es? So. Klapp, klapp. Das hat doch ganz gut funktioniert. Dann machen wir doch noch so einen Streifen. Ja. Es gibt genug Fehler, die man so machen kann. Deswegen müsst ihr nicht unbedingt die nachmachen, die andere tun. Gibt noch genug. Macht eigene, erzählt es anderen. Dann können sie sich die auch sparen. Wäre eine gute Idee, oder? Ein Fehlerpool an Bastelfehlern. Es gibt ja schon ziemlich viele Videos von ziemlich vielen Menschen, die über ihre Bastelfehler, sag ich mal, also was solltest du auf keinen Fall tun beim Junk-Journaling, was solltest du auf keinen Fall tun beim, keine Ahnung, Kartengestalten. Ist ganz hilfreich, sich sowas ab und an mal anzugucken. Mache ich auch. So. Jetzt kommt hier letztes Dry von drauf. Dann muss ich mir hier wieder so ein Ding halbieren. Das ging eben erstaunlich gut, wobei ich werde mir ein schmales, doppelseitiges Klebeband kaufen. Ja, ich weiß nicht, ich habe genug Gefummel. Also ich habe genug Sachen, wo ich hier rumzirkeln und rumfummeln darf. Dann muss ich das jetzt nicht unbedingt mit Klebeband haben. Das ist immer so die Frage, ne? Was kann man? Jo, ich kann ganz viel, toll. Auch was macht Spaß, ne? Also dieses Gefummel hier macht jetzt echt keinen Spaß. Also kann man machen, muss man nicht. Und dadurch, dass das keinen Spaß macht und man sich dieses schmale Klebeband doch einfach kaufen kann, ihr wisst, was ich sagen will. Und auch jetzt muss man natürlich aufpassen. Jetzt habe ich ein bisschen mein Klebepfötchen drauf gelassen. Ist nicht schlimm, sieht man nicht. Könnte nur ein bisschen hochstehen. So. Muss natürlich echt gucken, dass man hier nichts drüber stehen hat, was noch kleben könnte. Ich ziehe das jetzt hier mal ab. Meine Klebepfötchen gibt es gratis dazu.
So, seid präzise, was rechts und links Ausrichtung angeht und auch oben, was die Falz angeht. So, wir haben unser Klappelement. Also ich weiß schon, wenn ich das nochmal mache, dann werde ich dickeres Papier hier nehmen, also dickeren Cardstock. So, jetzt kommt der nächste Streich. Ich möchte das hier so auf der Karte platzieren, dass es hier halbwegs mittig ist. Und also das hier. Gut, ich kann jetzt gerade mit das hier nicht so viel anfangen, sehe ich schon. Der untere Rand des Faltelements, des Klappelements, soll an den unteren Rand dieses, naja, Bellybands kann man vielleicht nennen. Und die Rechts- und Linksausrichtung sollte auch fein sein. So. Ich sehe gerade, dass ich hier noch eine Ecke abschneiden muss, sonst gefällt mir das nicht. Also ich möchte auch, dass dieser Schnipsel, also Schnipsel hier unten, der soll auch nicht über die Karte hinweg gucken. Der soll, ja, da soll nämlich noch ein Bändchen dran. Also hier werde ich noch ein Eile dran machen, ein Bändchen und dann kommt da die Größe dran. Das heißt also, den hier unten auf die Höhe von dem zu, also von dem Geprägten zu bringen, ist eine ziemlich gute Idee, wie ich finde. So, jetzt werde ich hier mal markieren, dass ich das hier gleich nochmal mit dem Schneider schneide. Und dann werde ich auch hier markieren. So. Und ich markiere das immer so ein bisschen unter dem Rand, damit ich das überklebe. Ich möchte keinen schwarzen Streifen auf dem Papier haben. Das gefällt mir nämlich gar nicht, wenn da ein schwarzer Streifen drauf ist. So, wichtig an der Geschichte ist, die Breite dieses Dingens muss durchziehbar sein, weil hier, nicht ganz, also ich habe es ja dreieckig geschnitten. Normal gibt es das Ding einfach in der gleichen Breite, wie die Karte ist, aber das wollte ich nicht machen. Ich fand, das sieht nicht so gut aus. Ich möchte jetzt allerdings das so veranstalten, dass es gut durchziehbar ist. Das heißt, ich darf maximal so viel, also zwei Finger breit, rechts und links Klebestreifen dran machen. Bevor ich jetzt einen Klebestreifen dran mache, werde ich auch hier nochmal distressen. Es kommt gleich noch was drauf, ja. So, bevor ich jetzt hier noch weiter dran rumrede, schneide ich mir hier diese kleine Ecke nochmal rund. Also hier. Schnips. Schnips die Schnips. Ich glaube tatsächlich, ich überlege gerade, muss ich meinen Kleber noch haben, den brauche ich gleich noch. Ich brauche Klebeband. Allerdings brauche ich jetzt das Breite, nicht das Schmale. Das heißt, das Schmale muss jetzt erstmal irgendwo anders wohnen. Ja, dann Falzbein. Falzbein hält Klebeband. Super Idee. Einmal aus dem Weg. So, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich habe meine Finger schon wieder festgeklebt. Das nervt doch so. Ich mache mir jetzt den Spaß und klebe das hier wirklich genau an die Kante. Genau. Also wirklich einen halben Millimeter vielleicht Überstand, also nicht Überstand, dass das Klebeband übersteht, sondern das Papier. Weil sonst habt ihr wieder das Ding, dass ihr andere Sachen da drauf klebt, die da nicht drauf sollen. Oben und unten wirklich so, haltet die Schere so schräg, dass ihr mehr von dem Klebeband wegschneidet. Seht ihr das? So. Dass hier kein Klebebereich mehr überbleibt. Kein Klebebereich. So, ich denke mal erst die andere Seite. Und dann gucken wir mal, wie viel Raum wir da noch haben. Da wieder so einen halben Millimeter überlassen. Zack.
Hier wieder das, was übersteht, wirklich mit einer schrägen, also so gekippten Schere abschneiden. Zack. Dass auf keinen Fall irgendwas Ungeahntes daran hängen bleibt. Sonst habt ihr da alles dran, ne? Also jetzt nicht nur die Karte selber. Habt ihr irgendwie Fusseln oder es klebt im Umschlag oder, weiß nicht, beliebte Sache in der Berry, Katzenhaare. Das muss alles nicht sein. Das macht keinen Spaß. So, wenn ich mir jetzt mal die Rückseite schnapp, dann kann ich mir. Kann ich mir von dem halben Klebeband noch ein Streifchen leisten. Kein ganzes, weil das traue ich mich nicht. Also, Schisshase. Aha. Nee, weil sonst hole ich mir tatsächlich doch meine Karte da rein. Das wäre irgendwie doof. Gibt Sachen, die kann man sich sparen. So, auch hier jetzt wieder nicht Klebeband über Klebeband. Sonst kriegt ihr das nie auseinander. Das fällt mir falls ein runter. Ich habe nämlich auf meinem Schreibtisch so eine kleine Empore, wo mein Laptop draufsteht und mein Bildschirm draufsteht und ein bisschen was an Handwerkszeug hier, so Bastelkram. Also mein Falzbein und Stifte. Die stehen nämlich in Griffweite etwas erhöht. Dann kann ich nämlich meine Tastatur hier verschwinden lassen, wenn ich hier gerade am Basteln bin oder am Werkeln bin, weil die ist nicht ganz in meinem Weg. Schere befreien, Finger befreien. Fluch und Segen des Klebebands. Ich hab das jetzt fein. Habe hier meine Mini-Markierung. Also ihr seht wirklich nur so ein Pünktle. Dieses Pünktle werde ich rechts und links überkleben. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht. Nein, ich mache das zuerst so, dass ich das hier aufklebe. Also ihr seht, ich möchte diese Karte auf diese Seite. So, und auch da werde ich jetzt großzügig Klebeband nehmen. Dass mir da bloß nichts absteht. Das könnte noch ein bisschen großzügiger sein. Das wieder knapp unter der Falz, ne? Immer Mind the Gap, Mind the Falz. Da mal drauf bleiben. Aber ich will nämlich jetzt nur einen Streifen. Und diesen Streifen hier abmachen. Zack. So. Das soll natürlich so jetzt fein und mittig drauf sein. Mittig. Ich schnappe mir mal mein Geodreieck. Ich bin normalerweise echt kein Mensch, der so richtig viel durch die Gegend misst. Aber in dem Fall, also man sieht echt, wenn man da 5 Millimeter Unterschied hat. Das heißt, ich halte es mir jetzt hier mal an. Das ist nämlich eine 11 cm gerade. Das ist vollbracht. So, ihr seht, wir haben hier dieses Element jetzt, diese Fischschuppen. Hier hat sich die Falz noch so ein bisschen, stellt sie sich noch ein bisschen bockig an. So, jetzt haben wir das zusammen. Jetzt fällt mir auch auf oder ein, eigentlich. Also, ich mache mal den Prototypen. Ich hänge in meiner eigenen Schere. Genial, aber ich von mir. Ich halte das jetzt hier einfach mal fest und zeige euch mal den Mechanismus. Und bin gerade im Überlegen, dass ich da noch was hinterschreibe hinter diese
schrubben. Weil das klappt ja tatsächlich komplett. Nochmal. Oh ja, so, hier wäre, das wäre ihr Preis gewesen. Nein. Heißt, eigentlich muss ich da doch auf die Rückseite auf jeden Fall dann unsere Glückwünsche bringen. Das tut aber nichts zur Sache an der Karte. Die Karte an sich bleibt, wie sie ist. Ich werde sie aufkleben. Werde sie seitlich noch dekorieren. Das ist einfach ein Part, den könnt ihr euch vorstellen, wie da Glückwünsche drauf aussehen. Also die werde ich im gleichen Stil machen und werde dort sag ich mal, das hier Schrift, altdeutsche Schrift nutzen. Seht jetzt, wie es klebt. Wie es klebt und es klappt. Die letzte Falz, die möchte noch mal nachgearbeitet werden, glaube ich. So, jetzt haben wir hier nämlich ein kleines logistisches Problem. Und zwar ist jetzt genau das passiert, was ich euch gezeigt habe. Der Klappmechanismus schlägt unten ein bisschen um. Das ist nicht so schlimm, aber hier hat sich das gerade in dem Klebeband verfangen. Deswegen habe ich da ein bisschen zu nah dran geklebt, muss ich gestehen. So, um das Ganze hier noch ein bisschen zu stabilisieren, kann man hier noch so einen Streifen hinterkleben. Ich habe tatsächlich dieses zu lasche Papier genommen. Ich werde Folgendes tun und werde von meinem Craft Paper da noch einen Streifen hintersetzen. Das ist jetzt aber nichts, wobei ihr mich unbedingt begleiten müsst. Also, bestimmt nicht so richtig spannend. Was für euch vielleicht noch spannend oder interessant sein könnte, ist, ich setze hier jetzt noch rechts und links kleine Elemente von den Herzchen an. Dann messe ich jetzt allerdings mal, dass sie auch wirklich gleichmäßig sind. Und zwar habe ich hier von 2,5 dürfen sie maximal sein. 2,5 ist die andere Seite gleich. Oh, wir haben eine kleine Unebenheit. Autsch. Was haben wir hier? Wir haben einmal 2,5 und einmal 2,6 oder 2,7, irgendwie sowas. Die schnipsel ich mir mal eben zurecht. Ja. Das ist immer ein bisschen tricky. Also die rechte Seite hier ist, möchte ich auf 2,5 haben. Das muss sehr gut hier reingeschoben werden. Dann nehme ich meistens ein Papierchen zur Hilfe, wenn ich hier so kurze Stücken habe, dass es auch wirklich hier so ein paralleles Ding wird. Ja, weil sonst, wenn ich das hier kippe, dann kriege ich das hier nicht an die Senkrechte von der Karte. Also hier habe ich meine, raus mit dir, meine rechte Seite. Und ich habe das hier schon vorbereitet und bin hier mit dem Eckenstanzer rumgegangen. Und hier möchte ich ein bisschen mehr als 2,5 haben. Ein Mühe. Man kann es dann natürlich mit der Schere noch so ein bisschen korrigieren. Wichtig ist, dass es nicht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass es nicht bei 3 hängt. Und so viel ist es dann auch wieder nicht. So. Schwupp. Das ist ein bisschen größer geworden. Das ist mir ein bisschen zu viel zu groß geworden. Ich werde hier nochmal ein bisschen was abschnipseln. Und zwar geht es hier echt nur um 1 mm oder so.
Schwupps. Das ist ein bisschen mehr als ein Millimeter. Ja. Jetzt gefällt mir das. Das ist übrigens meine Schreibschablone, wo ich mir das auf den Text lege und dann schaue, dass die Buchstaben gleich groß sind. Das ist eine echte Hilfe. Aber so ein kleiner Quick-Tipp, wie man das da so schön sagt. So wird das dann werden. Ein weiterer Punkt ist, ich mache hier noch ein Eyelid rein und ich werde jetzt hier einmal noch den Streifen hinten machen und dann komme ich gleich wieder und muss mir noch ein bisschen Material zusammensuchen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Rechts, links fertig. Auf der Rückseite habe ich einen Hilfsstreifen eingeklebt. Wie gesagt, Leute, nehmt stabileres Papier, also wirklich Cardstock wäre echt sinnvoll oder Craft Paper. Dann passiert euch das nicht. Jetzt geht der Mechanismus auch easy peasy. So, jetzt ziehen wir nochmal ein bisschen raus. Ich habe hier schon mal ein Loch gestanzt und werde jetzt hier ein schwarzes Eyelid reinsetzen. So, zack. Brauche ich hier mal mein Zauberwerkzeug richtig eingestellt. Und Eyelid drinnen. So ein kleines Schnipselchen hier dran, so und die. Das gemacht, ja. So rum habe ich das gemacht. Ja, es gibt mir ein, in Anführungszeichen, richtig und ein falsch rum. Kommt immer ein bisschen darauf an, was man sehen möchte. Also ich finde das so wesentlich schöner als diese Öse. Also hier soll einfach so ein Schnipselchen dran und fertig ist der Lack. Diese Karte ist eine Wasserfallkarte quer. Ich habe diese Maße hier quasi mir selber zusammengerechnet. Ich kann euch die gerne in die Videobeschreibung packen, jedenfalls so wie ich es gemacht habe. Wichtig ist, dass wenn ihr diese Länge, also diese Elementlänge habt, dürft ihr diesen Klappmechanismus, diesen Faltmechanismus hier hinten, also der, ihr seht es von der Seite, wie es faltet, weniger als die Hälfte oder maximal die Hälfte, besser als weniger als die Hälfte von dem jeweiligen Element machen. Ihr seht da ungefähr eine ein Drittel, zwei Drittel Zuordnung. Es ist auch wirklich grob über den Daumen, ne? Also hier habe ich jetzt 1,5 Zentimeter gefalzt und da sind noch zwei über. Also es ist nicht ganz ein Drittel zu zwei Drittel. Und sonst klappt dieser Mechanismus nicht gut. Wenn ihr das Hälfte oder mehr macht, dann habt ihr hier so einen riesen Wulst, die immer so wandert. Ihr seht ja, dass die Papiere sich dort bewegen. Und sonst klappt diese Wulst einfach nicht. Oder ihr habt hier immer eine riesen Beule. Das ist äußerst nervig. Ich hoffe, dass die Kamera dabei scharf gestellt hat bei der Ansicht. So. Platz zum mal Grüße schreiben. Ich habe jetzt ja noch so ein bisschen Klebestückchen drauf. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall die Hochzeitsgrüße draufbringen. Und hier einfach, von wem ist das Ganze? Und vielleicht noch einen kleinen Stempel hier unten. Weil das ist einfach das persönliche, die persönliche Note an der Stelle. Die erspare ich euch jetzt oder behalte sie für mich. Könnt ihr behalten wie ein Dachdecker, wie ihr es sehen wollt. Ist total einfach zu machen. Es ist ein bisschen messen und schnipseln. Man braucht ziemlich viele Elemente und man braucht wirklich eine stabile Unterlage. Ne? Also diesen Cardstock hier unten, der ist schon echt wichtig. Ihr könnt das natürlich dann auch so als Aufklappkarte machen oder als so Aufklappkarte, was auch immer. Ich möchte das hier nämlich flächig aufkleben. Deswegen ist mir das, wie es so ist, recht und fein. Genauso wollte ich es haben. Ne? Also Varianten könnt ihr euch dann einfach selber ausdenken. Ich finde die Idee mit dem Dreieck hier unten, finde ich gut. Weil normal ist, dass dieses komplette Element zum Ziehen ist. Bei so einem Querteil finde ich das zu mächtig, zu wuchtig hier unten. Dementsprechend habe ich mich hier für das Dreieck entschieden.
Und das gefällt mir sehr gut. Das habe ich vorher nicht ausprobiert. Das war jetzt hier quasi live basteln und the very first time of Waterfall Card. Genau, mir hat total Spaß gemacht. Ich werde sie auf jeden Fall wieder basteln. Das Ding hier wandert in mein Hochzeitsalbum. Das sind nämlich unsere Grüße an das Hochzeitspaar. Ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ihr werdet sie wiedersehen beim Flipthrough vom Hochzeitsalbum. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir ein Like, schreibt mir einen Kommentar. Falls ihr irgendeine Idee habt, wo ich irgendwas besser machen kann, weil ich zu kompliziert war, hey, gerne her damit. Verbesserung nehme ich immer gerne an. Ne? Man will ja auch einfach Sachen schöner und besser und toller machen. Das Leben ist ein Lernen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis demnächst in diesem Kino.